Drohne. Ich. Okay. Uns in einem Mondfeld versteckt. Aha. Ja, hier steht, übernehmen Sie. Na, dann übernimm mal. Ich kann nicht einsteigen. Musst du eventuell ein Stück vorfahren. Ja, jetzt kann ich einsteigen. Könnten Sie Ihre Eltern problemlos auf Schadensersatz verklagen? Eigentlich habe ich ihn vom guten alten Onkel Sam. Und mit dem komme ich ganz gut klar. Ach, ja klar. Amerikanisches Militär, irgendeine Spezialeinheit undercover nehme ich Ups. An. Danke, dass Sie gekommen sind. Es ist noch nicht vorbei. Geduld. Und ich gucke hinten, fahr du. Hat die Chefin von einer Waffenlieferung erfahren? Ich wusste, dass Sie das waren. Die ganze Insel redet über diese Aktion, seit die Lieferung verschwunden ist. Wozu macht man überhaupt Geheimoperationen, wenn man sie da nicht geheim halten kann? Was soll ich sagen? Ich bin halt eine Rampensau. Nee, sie das ist mein Auto. Beantwortet. Was Sie nicht sagen, kommen Sie. Sie wären überrascht, was man so mithören kann, wenn man ein Cocktailkleid trägt. Und was ist mit meiner Frage? Die haben Sie auch nie beantwortet. Was Sie nicht sagen. Hey, Agent Doppel-Null. Dr. Bloom, was gibt's? Sigrid. Sigrid. Was haben Sie auf dem Herzen? Nicht auf dem Herzen. Die Natur ruft. Keine Chance. Ich beeil mich auch. Es gibt doch Büsche auf der Insel, oder? Nein, wir sollten so schnell es geht unser Ziel erreichen. Und wo ist das? Sie haben es mir nicht gesagt. Und kann ich noch mal kurz nach Hause? Das ist vorbei, Doc. Ab jetzt sind Sie auf der Flucht. Das ist Ihnen klar, oder? Ja, schade. Ich habe da noch so ein Mal nach Zahlenbild, das ich unbedingt fertig machen wollte. Sie hat ja nie aufgehört zu labern, ne? Nur Geduld. Ja, jetzt haben die Rebellen da angefangen mit Schießen und... Deswegen hasse ich diese Kampagnen mit den... Bleibt in Deckung! Hier sind noch mehr. Hey Uschi, kann ich mit dir reden? Du bist nicht so aufs Reden, wa? Kann ich jetzt mit dir reden? Nun lauf doch nicht weg! Uschi, hallo! Boah! Sind Sie mein Kontakt? Sie sehen aus wie eine Frau, die... Freunde bis ganz unten hat. Das haben wir wohl gemeinsam. Ja. Holt Dr. Bloom. Danke. Sie war die Erste, die sich gegen Skell aufgelehnt und seine Pläne durchschaut hat. Wir geben auf sie Acht. Wie schön, Sie endlich mal persönlich kennenzulernen. Agent Doppel-Null. Gleichfalls. Und danke nochmal. Was wollen die von Ihnen? Sie nahmen mich mit, weil sie dachten, ich wüsste was über eine Lieutenant Becker, die verschwunden ist. Ich kenne sie, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie weg ist. Und sie wusste nicht, dass ich zu den Outcasts gehöre. Jetzt sind Sie sicher. Tauchen Sie lieber erstmal ab. Ein Leben auf der Flucht? Nein, es gibt zu viel zu tun. Dann los. Eine Bitte. Ich werde Haru hier eine Weile nicht sehen können. Richten Sie ihr meinen Dank aus. Das tue ich gern. Hm.
Ich höre zirpende Grillen. Mhm, die zirpen, die Grillen. Zirp, zirp. Oh, jetzt müssen wir wieder zu ihr. Oh. Ob man das nicht per Funk machen könnte. Nee, das könnte ja abgehört werden. Der Mann. Ja, versuchen wir es nochmal. Vielleicht schaffe ich das wieder so elegant. Glaub's zwar nicht, aber hey. Nee. So, ich drück noch nicht mal was und die läuft. Diesmal hast du es aber so elegant geschafft, ja? Naja, mach ich ja eigentlich sonst immer, aber... Vorhin? Keine Ahnung, hat er Vollspeed runtergenommen. Aber hey, ich bin wenigstens nicht draufgegangen. Der Felsen war weich genug. Ah, der Felsen war weich genug? Mhm. Hat Fiana ihn mittlerweile ausgestattet, ja, mit Kissen, ja? Ja, okay. Die weiß, das funktioniert nicht. Sie konnte nicht das Mittel halt nicht mehr sehen, ja? Ja. Er hat mal drei alte Matratzen hingelegt, da ging das. Ist da noch eine Kiste? Mhm. Ich dachte, die hattest du schon. Ja, aber ich kann die auch gar nicht aufmachen. Nein! Klar, extra für euch. Super! Sehr gut, Fiana. Cute. Na, dann quatschst du mal an. Kampfmaschine, schön Sie zu sehen. Müssen Sie nicht irgendwo einen Diktator an die Macht putschen oder so? Oh, wenn Sie weiter so gemein sind, kommen mir gleich die Tränen. Das wäre doch nett. Okay, bei Sentinel geht eine neue Liste um. Für wichtige Ziele, die freiwillig sind. Klingt vielversprechend. Wollen Sie welche rekrutieren? Besser. Sigrid meinte, dass die Nummer 1 auf dieser Liste eine gewisse Lieutenant Anna Becker ist. Angeblich ist sie desertiert. Sie ist auf der Flucht und will zu den coolen Kids. Sie sagt, sie hätte wertvolle Informationen, aber da drängt sich die Frage auf. Was wäre Sentinel bereit aufs Spiel zu setzen, um die Outcasts in die Enge zu treiben? Sie haben sich einen Orden verdient. Ich erinnere mich an den Namen. Sie war auf der Flucht, als Sigrid gefangen wurde. Sentinel war hinter ihr her. Sie sollten mit Sigrid reden. Sie ist bei einer Baustelle bei Liberty, östlich der One Finger Cove. Sie wird wissen, wo Becker zu finden ist. Dieses Hin- und Hergereise, du. Ja, das ist so das Einzige, was bei dem Spiel echt nervt. Was man alles in dieser Zeit machen könnte. Einen Kuchen backen sogar. Gibt's Kilometergeld? Auf meinem Konto habe ich noch nichts gesehen. Ja, ich leider auch nicht, Fiana. Ich glaube, ich muss mal das Formular dafür ausfüllen. Jetzt kommt's. Fiana kriegt Kilometergeld. Na klar. Kennen wir das Ding nicht? Ah. Das ist doch das auch, wo die Uschi drin ist, oder? Was? Wo? Gegner kommen. Das ist halt so eine Lappen. Ansonsten sind da nur unsere Leute drin. Ja, da sollten wir nicht runter. Okay. Also da willst du zurückgehen und sie macht trotzdem noch einen Schritt vorwärts. Ah. Mach ich hier außen rum lang. Nein, auch nicht. Alter, nicht damit drohen, dass
ihre Probleme demnächst alleine lösen dürfen. Ah, wenn das funktioniert, ne, und zieht, ne, dann sagt Bescheid, ne, dann machen wir das auch. Hm. Oh ja. Da habt ihr es wenigstens diesmal alleine fertig gemacht. So. Sucht passen. Ja. Die Arschgeigen brauchen wir hier nicht. Nee, die nerven nur. Ja. Agent Doppel-Null. Seit ich ein Leben auf der Flucht führe, muss ich ständig an Sie denken. Ich lasse T-Shirts drucken. Was würde Nomad tun? Lieutenant Becker, kommen Sie bitte. Wo ist Haruhi? Ich hoffe immer noch, dass sie sich mal wie eine Erwachsene benimmt. Geben Sie ihr etwas Zeit. Das wird schon. Bei Ihnen läuft's wohl nicht so gut. Naja, auf einer Baustelle schlafen kann ich von meiner Bucketlist streichen. Ja, das Leben ist hart. Härter als Sie glauben. Stone hat kein Interesse daran, die Outcasts zu vernichten. Er kann ihnen alles in die Schuhe schieben, was hier falsch läuft. Was hält Stone nachts wach? Er hat Blei im Kopf. Wenn er eine Sache fürchtet, dann Zivilisten. Er verbringt viel Zeit damit, normale Leute zu misshandeln. Hm. So bin ich nicht. Deshalb wollten sie von der Insel weg. Ich dachte, meine Sicherheitsstufe bringt mich an den Drohnen vorbei. Überraschung, die schossen mich aus dem Wasser. Wir fanden sie an der Küste. Sagen Sie, was Sie dabei hatten. 3 luftdichte Koffer mit detaillierten Anweisungen, Einsatzprotokollen, Beobachtungslisten, Haftbefehlen. Beweise. Keine Regierung der Welt könnte da wegschauen. Ich finde die Koffer. Das Wrack wurde am Fuß des Bleak Hill angespült. Mit etwas Glück sollten die Koffer noch drin sein. Ey. Ich habe bisher noch kein Spiel erlebt, wo das nicht einem Helden hängen geblieben ist. Und seien es solche Kleinigkeiten wie sammelt dies, sammelt das. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Andauernd diese Lakaienarbeit machen. Auto? Ja. Yep. Ja, einfach der Straße folgen, dann kommen wir da. Ah, okay, gut. Guck mal, ich kann Licht anmachen. Bing, bing. Yay! Aber ich glaube, der Wagen muss mal zum Mech. Es sieht irgendwie aus, als wenn vorne das total schwammig fährt. Hm. Das Rad voll die 8 hat. Die haben ihr Ziel erreicht. Finde ich gut. Man fragt sich manchmal, wie die Leute ihre Probleme gelöst haben, bevor beispielsweise in Skyrim das Drachenblut auf der Bildfläche erscheint. Richtig. Allgemein die Helden, ne? Ja, die Leute hat meine Frau schon umgebracht. Ja, Entschuldigung, deine. Aber da ist noch eine Drohne. Mit bösen Leuten. Schatz, du hast doch den Granatwerfer. Den Raketenwerfer, ja. Meintest du das Ding? Oh scheiße, das ist ja noch mehr.
muss ich da noch finden. So, erledigt. Gut. Was ist das? Da lebt ja noch einer. Ich dachte, du wärst das. Als ich kurz runtergeguckt hatte. Nee, ausnahmsweise nein. Koffer 1. Koffer 2. Du hast wahrscheinlich Koffer 3 dahin. Und wieder zurück. Auf zum Breakpoint Mobil. Breakpoint Mobil. Hey. Hast ihn ja schon in Fahrtrichtung richtig hingestellt. Ja. Kann ich eigentlich auch? Nein, kann ich nicht. Nee, das klappt hier nicht. Das funktioniert bei Wildlands. Bei manchen Autos, da kannst du dich hinten reinsetzen. Ach, schön. Der Kofferraum sieht voll übel aus. Ups. Ich glaube, ich habe ein bisschen Hirn vorne. Entschuldigung. Ach, den treffe ich nicht mehr. Ah, ja, doch. Hat mal ein bisschen Spaß. Ja, warum nicht? Bams! Oi! So komme ich aber nie raus. Ich hoffe, alle Knochen sind noch bei ihm. Hallo. Ja? Das weiß ich zu schätzen. Als ob wir hier irgendwie was, warum? Okay, ich hatte jetzt gar nichts davon gehört. So tötet man schnell. Nein, ihr werdet alle sterben. Wir werden nicht sterben. Nö, wieso sollten wir sterben? Ja, da kommen noch welche. Sie haben im Telefonbuch nachgeschaut und unsere Adresse entdeckt. Oh, jetzt muss ich nah dran. Ui, das war cool. Muss ich nachladen. Ja, ich auch. Aber jetzt ist er tot. Aber wieso läuft die denn so weit vor? Kann die mit dem Arsch nicht hier hinten bleiben? Da unten ist einer. Ah. Kann den nicht treffen. Warum nicht? Ein?
Alter, du hast eine Schrotze in der Hand und kriegst die nicht gebacken. Doch, da sind sie auf 105. Okay. In die was? Mit dem Scharfschützengewehr geht's. Ja, er hatte gemeint, ich schick dich in die, aber ich weiß nicht, was er meinte. In die Kuh? Keine Ahnung. In den Ruhestand? Nee, das wäre den. Hm. In die Ferien. Hm? Warum nicht? Was hast du denn? Erst große Fresse haben und so, weißt du? Und jetzt? Das ist noch eine Kiste. Bis zum Zerliegen. Warte mal.